Hallo und herzlich willkommen bei Stardeus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier und tun Dinge. Genau. Hoffentlich keine schlimmen Dinge. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir den Partikelsammler an den Start kriegen. Kann das repariert werden? Ja, das kann repariert werden. Das ist repariert. Das ist auch repariert. So. Und damit wir den Partikelsammler mal ordentlich anschließen können, müssen wir leider den hier machen. Okay, wir gehen hier hin. Dann gehen wir hier hin. Und da ist er tatsächlich drin. Aber wir setzen hier oben dennoch noch einen. Genau, damit ist hier alles soweit drin. Sehr schön. Und dann können wir hier tatsächlich die umsetzen. So. Die setzen wir jetzt mal hier hin und hier hin und auch bitte hier hin. Und dann schließen wir die nämlich hier hinten an. Und wir müssen einen weiteren. Das hier ist ein verstärkter. Oh ja, okay, das ist nur ein Lüftungsschacht. Das heißt, wir bauen hier direkt noch eine Energie, einen Materiewandler hin. Ja, wir haben auch noch ordentlich. So, genau. Hier, die Reparatur ist schon durch. Sehr gut. Bin stolz auf euch, Jungs. So. Ach, ist das schön, Leute. Ja, den Festplattenspeicher haben wir hier. Können wir anschließen. Sollten wir tun. So. Und du hast noch genau den einen frei, um hier hinzugehen. Okay. 6, 3. Okay. So, Festplattenspeicher ist erledigt. Objekt in unsicherem Bereich. Bitte umsetzen. Wo kommt denn das immer her? Hm. So. Komisch. Ganz, ganz komisch. So. Du verbindest jetzt mal ganz kurz hiermit. Und jetzt können wir hier, glaube ich, sagen, Kreaturen sind aus einem Kolonisten geschlüpft. Kabler. Oh, aus welchem Kolonisten? Aus ihm hier. Okay. Das heißt, wir brauchen wieder. Alle kontrollieren. Rechte Maustaste. Okay, wir gehen hier mal auf den Kampfmodus. Keine aktiven Kämpfe. Macht er das jetzt vielleicht? Nee, entfernen alle? Nee. Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Wenn ihr wisst, wie ich hier so einen Gesamtangriff befehlen kann, ohne jeden einzelnen anzuklicken. Sagt mir mal in den Kommentaren Bescheid. So. Okay, und der zweite Krabbler ist da. Okay, das sollte gehen. Das Ding müssten wir theoretisch auch. Stasekapsel. Mhm. War der gelandet? I don't know. Nix King? Nee. Glaube nicht. Guckt es euch an. Natürlich will der Gesichter knuddeln. Na ganz klar will der Gesichter knuddeln. So. Zeig's ihm! Los! Zeig's ihm!
bin stolz auf euch. Okay. Halt. Der hier muss leider Gottes, halt. Nee, du nicht. Du trägst gerade was. Das will ich nicht unterbrechen. Okay. Der Joker. Waschenwand, du trägst. Okay. Du kannst, glaube ich, hier das hier machen. So. Tu das mal. Hallo Socki, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. So, zack. Bin stolz auf dich, Random. Okay. Du brauchst auch Strom. 6 von 8, okay. Das heißt, wir werden jetzt hier mal... hier drüben direkt mal noch einen bauen. Das werden wir benötigen. Okay. So. Und hier haben wir auf jeden Fall noch Protein. Das gute Krabbler-Protein. Gut, wie viel haben wir hier angeschlossen? 8 von 8. Hier haben wir 2 von 8. Das ist okay. Das heißt, wir setzen hier noch eins hin. Ziehen das dann hier rüber. Und von hier aus machen wir dann das und... nee. Brauchen wir gar nicht. Das ist schon angeschlossen. Das ist nur hier die Bodenleuchte. Okay. Haben wir gerade... wir gucken mal ins Lager. Okay, Minicell und Minicore. Okay. Okay, jetzt werden hier anscheinend die Roboter. Och, der süße Staubsauger-Roboter. Umsetzen. Bitte. Mach das mal hier hin. Direkt neben die Toilette. Die guten Proteine. So, wir müssen freischalten. Okay, Robotik ist... warte mal. Robotik? Docking? Assembly Hub, okay. Da haben wir gerade die einfachen Datoiden nicht. Anjust und Duck. Low Energy Charger und das Ding hier. Okay. Gut, da müssen wir uns dann definitiv nochmal mit beschäftigen. Kommunikation müssen wir erst freischalten. Und dann brauchen wir wieder einfache Datoiden. Genau. 11, wir haben keine mehr, bedeutet wir brauchen Zahnräder. Mein Gott, wir kommen überhaupt nicht hinterher. Geräte im Leerlauf. Ja, okay. Verwalten. Sagen wir mal hier bitte bis auf 20. So. Fehlende Werkstoffe. Orgensdeutsch braucht Eis. So. Und dann setzen wir mal. Hier drüben haben wir doch genau diese eine hier. Die versetzen wir mal. So. So, die setzen wir mal hier ran. Okay. Und jetzt da. Du hier hin. Du hier. Oh, du bist außerhalb. Oh, du bist auch außerhalb. Oh Mist, okay. Tja, da habe ich nicht genau drauf geachtet. Das heißt, wir müssen hier in der Mitte noch einen bauen. Da sind Wände eigentlich. Das heißt, du kommst hier hin. So. So. Okay.
Wir brauchen Eis. Und Wasser geht auch langsam zur Neige. Noch 61. Es wird wirklich Zeit, dass wir... Organsdeutsch? Nee, das haben wir doch hier. Organsdeutsch, ja. Hm. Gut, ihr baut das hier. Du schiebst die Düse schon rum. Sehr gut. Okay. Kommt schon, baut das hier mal fertig. Hm. Hier und dann hier runter mit einer Tür irgendwo hier. Hier rüber. Dann hätten wir hier einen weiteren Bereich, den wir irgendwie pressern könnten. Wir gucken gleich mal, wie groß die... wie groß die... Okay, das ist der Communicator. Erlaubt dir die Kommunikation mit anderen Raumschiffen? Brauchen wir noch nicht. Hm. Wir brauchen einfache Datoiden. Wir gucken mal ganz kurz, wie viele wir haben. 2. Okay. 2. Wir kommen mit der Forschung nicht nach. Gut. Jetzt können wir das hier verbinden. Das hier verbinden. Und hier rüber verbinden wir auch das. Und du bitte das hier, das hier. Das hier und die Schub. Was? Objekt ist schwer beschädigt. Okay. Dann bitte reparieren. Das hier müssen wir bitte auch reparieren, sonst zerfällt uns nämlich das Schiff. Das hier bitte auch reparieren. Ja. Okay. Das hier. Und hier drüben auch nochmal lang gehen. Ich weiß, das wird uns jetzt eine Menge kosten. So. Aber... dafür geht uns hier nichts flöten. So. Und hier können wir jetzt, glaube ich, sagen, der Partikelsammler ist nicht konfiguriert. Wir wollen... okay, oh mein Gott, da gibt es ja so viel Zeug. Okay, wo kriege ich denn Eis her? Eis kriege ich hier anscheinend nicht her. Okay, und wir sammeln hier jetzt auch tatsächlich Eisen und Kohlenstoff und so ein Zeug. Hm. Okay. Okay, wenn er nichts tut, verbraucht er 0 kW. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Mhm. Okay. Können wir denn was bauen, womit wir quasi... nee, Handwerkstisch, da ist nichts drin. Bedeutet, wir schalten den tatsächlich mal einfach aus. So, die ist repariert, die könnten wir jetzt anschließen. So, du stellst einfache Datoiden her. Das finde ich sehr gut. Wir gucken mal in die Forschung. Schon wieder 5. Wir gehen hier rüber. Wir brauchen für die Brücke 11. Okay, okay. Dauert nicht mehr lang, Leute. Dauert nicht mehr lang. Okay, können wir dich hier... zerlegen? Können wir das tun? Ja, können wir. Okay. Dann wollen wir den hier bitte auch zerlegen. So, da müssten wir dann auf jeden Fall Teile kriegen. So. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal 2 irgendwie für Ersatzteile zerlegt. Entschuldigung. Okay. Wir gucken hier auf die... Forschung. Beschaffe mehr Transistoren. Transistoren gehen zur Neige. Ja, das ist okay. Damit muss ich gerade leben. Und ja, er geht immer auf das
rechteste, was man irgendwie freischalten kann. 6. Okay, 6 können wir machen. Also hier kriegen wir auf keinen Fall mehr die Dings rein, aber wir könnten hier mal, oder? Wir können auf jeden Fall schon mal das hier machen. Und wir können... Ne, das war gerade eben weggemacht. Das wird auch repariert, das ist gut. Ja, da kommen wir gleich zu. Sehr gut. So, bauen wir hier schon auseinander? Nein, die Reparatur geht vor. Das gefällt mir. Okay. Ja, wir haben noch nichts, womit wir irgendwie Wirtschaft, Energie, Wohnen, Lebenserhaltung, Produktion, biochemische Extraktion, Mehl, Getreide, Leder, okay, das bräuchten wir. Mhm. Wiederaufbau Wasser und saubere Biomasse aus Bioabfall. Wesentlich für die Schaffung eines sich selbst erhaltenden Ökosystems. Okay, hier müssen wir uns definitiv reinbewegen. Ja. Sicherheit. Hier gibt es auch noch einen Bereich, den wir noch nicht entdeckt haben. Da ist das Radar. Okay, bei der Produktion sind wir, glaube ich, müssen wir gucken. Batterien, Materialverarbeitung, Schleifmaschine, Holz, Kohlenstoff, Behütung. Da können wir den Schmelzofen machen, Titanplatten, Stahlplatten, Glas und Kupferplatten. Okay. Hier wäre dann der Raumanzug drin. Ich bin gar nicht so zoned. Ich gucke natürlich in den Chat, liebe Freunde des Nerdzeitalters. So, wir machen hier mal ein bisschen schneller für die Reparaturen. Oh, damit hier auch ein bisschen was passiert. So, wie sieht's denn aus? Oh ja, jetzt wird gerade gut abgebaut. Okay. War schon bereit zum Freischalten. Wir gucken. Ah, Brücke immer noch nicht. Jetzt können wir die Brücke freischalten. Sehr gut. Okay. Brücke. Okay, wir gehen hier wieder auf normale Geschwindigkeit. Und schauen mal, ob wir die Brücke hier unten reinkriegen. Möbel. Tische. Kapitänsstuhl. Raumfahrt. Brückensteuerung. Okay, dann setzen wir hier die Brückensteuerung rein. Okay. Okay. Wie sieht es denn hier aus mit Temperatur? 21 Grad, das ist okay. Und mit Sauerstoff. Hier, das ist der Sauerstoff, den ich sehe mit 21%. Das gefällt mir. Das geht gut. Okay. Mhm. Okay, wir machen wieder auf schnell, lassen abbauen und reparieren. Dann müssen wir noch die Schubdüse anschließen. Ihr seht, hier geht es gerade richtig, richtig rum. Okay. 53 Wasser. Okay, wir schließen das hier doch mal an. Und sagen jetzt mal bitte, sammel uns mal bitte Wasser. Okay, Leute, es ist wieder soweit. Ihr dürft wieder entscheiden, wer dazu kommt. Entweder Socki, die Katze, der Ben als Mensch oder der Lou. Okay. Da fliegen die Dreier. Ja, genau. Sockenschaf ist eine Katze. Die braucht Fleisch zum Essen, Leute. Das ist nicht gut. Die stirbt uns.
Also ich sag's nur, die braucht Fleisch. Wir haben kein Fleisch. Ja, genau. Also ich würde ja zu den beiden Menschen tendieren. Also, wir hätten hier einmal der Lou, der gut in Herstellung ist. Oh, wow, okay. Der kann Forschung und Mining, bisschen Shooting, Robotics. Und der Ben. Der Ben wäre ein guter Mediziner und ein guter Konstrukteur. Ah. Okay. Nehmen wir den Ben. Da haben wir Stimmen für. Okay. Gut. Dann brauchen wir eher Mediziner oder das andere? Kann ich euch gerade nicht sagen, was uns dann erwarten wird. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen den Ben. Nein, Hansa wird nicht überhört. Wird er nicht? Okay, Leute. Also nochmal. Eins oder zwei. Los jetzt. Eintippen. Los, tippt. Okay. Also, Banti ist für die 2. Zocki ist für die 2. Hansa ist für die 1. Okay. Los, noch jemand. Ratzfatz ist auch für die 1, für den Lou. Okay, jetzt haben wir Gleichstand. Die nächste Stimme entscheidet, Leute. Los, haut raus. Okay, und Melmac ist für die 1. So, gut. Okay. Damit haben wir den Lou. Haben wir denn genügend Klamotten? Materials. Okay. Wir müssten für ihn auch noch was zum Anziehen haben. Okay. Ihm geht's gut. Er hat sichtlich Spaß. Er muss mal dringend auf die Pipi-Box. Ein bisschen ja, Equipment. Abilities, Bedürfnisse, Conditions. Auch er hat die Wunde, Leute. Auch er hat die Wunde. Okay. Dann gehen wir mal hier auf. Wo war's? Abilities 19. Wo war's denn? Bin ich gerade völlig? Oh, okay. Er ist auch noch ungeschickt. Na gut, das ist so. So, Ausrüstung. Jawohl, er hat nichts an Ausrüstung. Okay. So. Gut, wir kommen zum Ende der Reparatur. Hier wird noch abgebaut. Jawohl. Und du, mein Freund, wirst jetzt das hier powern. Klicke auf die... Ja, da will ich aber noch nicht. Okay, das machen wir gleich, denn wir müssen ja auch noch hier die Düse anschließen. So, okay. Okay, zweimal unsicherer Bereich. Was ist denn hier? Okay. Ach, seid ihr das immer? Werft ihr mir immer Sachen hier rein? Nein, umsetzen. So. Dann kommt das Bett hier hin. So. Oh, und der Fanti legt sich da gleich rein. So, wir gucken mal hier rein. Okay, jetzt ist es eine mild... What? Oh mein Gott. Okay. Davon mache ich jetzt mal einen Screenshot, Leute. Und muss schnell die Folge benennen. So. Ach Mist, jetzt ist Caps Lock an. Okay, ganz kurz, Leute. Ganz kurz nur. So. Okay.
Ja, jetzt muss da halt mal wieder geputzt werden. Und ja, ich brauche langsam. Gut, wir könnten ja mal gucken. Forschung zum Freischalten. So, wo war denn das gerade? Halt, wir gehen auf die Pause. Wir wollen ja hier in Richtung Selbsterhaltendes. Das wäre der Autodoc. Okay. Autodoc, Forschung, verschiedene Gesundheitszustände. Okay, das bräuchten wir halt auch. Wir bräuchten auch den Raumanzug. Und hier biochemische Extraktion. Und hier wäre dann die Wiederaufbereitung. Okay. Ja, dann fangen wir mal hier mit an. Ja. Ja, dann fangen wir hier mit an. Lederprotein. Ja, da verarbeiten wir aber, glaube ich, ja. Damit verarbeiten wir, glaube ich, Körper. So. Wir gehen hier auf Freischalten. Okay. Gut. Jetzt haben wir das Ding hier. Und jetzt, Freunde, zum Abschluss dieser Folge schauen wir uns mal hier ganz kurz diese Karte an. Das ist der Bereich, in dem wir uns jetzt mit dem kleinen, mit dem kleinen Schiff bewegen können. Und es gibt quasi, also wir sind hier und hier ist noch ein verlassenes Schiff und wir können hier zu Planeten fliegen und wir können diese Planeten terraformen, Leute. Wir können diese Planeten terraformen und uns untertan machen. Oh mein Gott, wird das gut. So. Aber wie ich gesagt habe, auch wenn die Folge gerade ein kleines bisschen kürzer ist als gewöhnlich, die letzte war dafür etwas länger und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Wir müssen das Ding hier erstmal anschließen. Sekunde. So, mach mal das schnell noch fertig. So. Und jetzt können wir dir hier sagen, bitte Brennstoff, bitte Stahlplatten. Davon haben wir genügend. Das bringt zwar nicht so viel Megawatt, aber das ist okay. Warte mal, ich geh mal kurz hier drauf. Wahrscheinlich aufgebaut. Energieknoten. Details. Ah, hier kommen wir auf die Elektrizität. Okay, die Batterieleistung ist oben. Der Batterieladestand geht gerade runter, weil der Energieverbrauch nach oben geht. Und unsere maximale Leistung gerade noch nicht angesprungen ist. Okay, mal gucken, ob das dann gleich hilft, wenn wir weitermachen. Wie gesagt, die Folge ist ein klein bisschen kürzer, 2 Minütchen. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran und schaut bei der nächsten Folge wieder mit zu. Bis dahin, euer Sven. Ciao, ciao.